Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Wie ihr vielleicht auf dem Thumbnail der letzten Folge gesehen habt, war es ziemlich voll hier bei uns im Café. Ich habe das Ganze nochmal umgebaut, dass das jetzt ein bisschen geordneter ist und hoffentlich auch ein bisschen schöner funktioniert. Wir haben jetzt 10 Kassen, 7 für Economy, 2 für die erste Klasse und einmal für die Flugbegleiter. Nach Relevanz geordnet, damit die natürlich alle rechtzeitig bei ihren Fliegern sind. Warum liegt da Müll rum? Haben wir doch wieder zu wenige Hausmeister? Also für heute steht auf dem Plan, wir werden uns um das Gepäck kümmern. Ne, da steht 30. Sind alle nicht am Arbeiten. Ja, könnten sogar alle 30 sein. Ne, ein paar laufen rum, okay. Ja, wir wollen uns um das Gepäck kümmern. Um eine Kleinigkeit möchte ich mich aber vorher noch kurz kümmern. Und zwar möchte ich dieses Gate, was wir hier hinten haben, als Standby-Gate einrichten. Dass, wenn wir nochmal irgendwo Probleme haben und die Flüge verstopft sind oder irgendwas mit unseren Flügen auf jeden Fall, dass die Flüge irgendwie oder dass die Busse zu voll sind, irgendwie irgendwas, dass wir zumindest ein Gate haben, aber wir können auch im Notfall schon das nehmen, dass wir zwei Gates haben, die dann als Standby-Gates fungieren. Ja, wir nehmen einfach beide erstmal und stellen das dann um, wenn wir es brauchen. Die sollen ja am Ende auch so aussehen, die Bereiche. Okay, da ist einmal Platz zwischen. Deshalb können wir das schon mal so bauen. Jetzt groß so Anordnung wie hier müssen wir das nicht. Dann stellen wir schon mal 4 neue Mitarbeiter ein. Oh, brauchen wir gar nicht. Wir haben sogar noch genug. Entlassen wir aber einen Mitarbeiter. Einfach nur, dass wenn Probleme sind, dass wir zwei Gates haben, wo die Flüge dann drauf ausweichen können. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob hier schon irgendwas geschehen ist. Ah, kann serviert werden alles. Okay, das ist gut. Kaffee ist schon leer. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Gepäckausgabe. Ich weiß nicht, ob ich die Offices schon wieder mal umstellen möchte, dass wir hier unten die Möglichkeit haben, wirklich auch die Gepäckausgaben schon zu machen. Das könnte natürlich ein wenig dauern, bis das gebaut ist. Das Geld soll nicht das Problem sein. Treibstoff haben wir auch noch. Fangen wir hier unten erstmal damit an, was uns noch fehlt. Und zwar fehlen hier noch... Ach, ich hätte den Mitarbeiter gar nicht entlassen müssen. Wir wollen noch Ticketschalter haben. Ah, Check-in heißt das ja. 1, 2, 3, 4. Ah, die brauchen nicht die in beide Richtungen. Dann nehmen wir jetzt einfach. Machen wir das so. Zack. Ah, schön dekorieren tun wir das später. Hier, die Wand kann weg. Dann kann hier irgendwo der Eingang hin. Gut, dann gehen wir jetzt nach unten. Da wollen wir, da, oder da müssen wir das Ganze anschließen. Dann wir können direkt, ich nehme den Knotenpunkt erstmal weg. Der könnte nämlich im Weg sein, später für hier hinten. Ich einmal gucken, wo läuft hier die Treibstoff. Die Treibstofflinie lang, das läuft natürlich genau hier her, wo wir später die Gepäckausgabe hätten. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal über eine separate Etage führen müssen. Weil wir wollen ja auch hier hin.
Oder wir müssen dahin. Ja, gucken wir gleich. So, das wird demontiert. Die ganzen Leichen können wir eigentlich mal entsorgen. Müssten auch mittlerweile gut zugestaubt sein. Das bauen wir einfach alles neu, wenn wir es benötigen. So teuer ist das nicht. Ich glaube nicht, dass die gelagert werden. Ist auch die Frage, wollen wir überhaupt den hier nehmen? Oder machen wir uns nochmal ein eigenes Gepäckdepot? Wenn wir hier die Fahrzeuge haben, könnte man auch hier was machen. Oder wir machen es hier oben am Rollweg. Ja, das ist eigentlich gehopst wie gesprungen, wo wir das hinmachen. Am besten, dass es gut und schnell erreichbar ist von den Fahrzeugen. Eigentlich, da reicht ja. Die können dahin und fahren direkt wieder hoch oder fahren runter. Also die Stelle lassen wir auf jeden Fall. Die passt ganz gut. Nur wie wir jetzt sehen, müssen wir uns dann was mit dem Treibstoff überlegen. Entweder führen wir den Tank noch weiter rüber oder wir machen, dass wir die die Förderbänder irgendwie bis hierhin machen, dann gehen wir noch eine Etage nach unten, gehen unter der Pipeline her und gehen wieder nach oben. Das wäre natürlich die schönere Lösung, die einfache wäre jetzt einfach das auszubauen und außenrum zu führen. Die Frage, brauchen wir das? Oder wir gehen hier unten her. Das will ich auf jeden Fall hier erstmal gebaut haben. Da kommt gleich der Knotenpunkt hin, wo wir das ganze Gepäck einschleusen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach die Lösung, dass wir das unten rum langführen. Ja, wir brauchen die Fläche hier, dass wir abschätzen können, wo wir rauskommen. Die Büros dürften wir erstmal stehen lassen können. Jetzt bauen wir natürlich richtig viel, da mache ich mal noch eine Stufe schneller. Jetzt machen wir 40 Bauarbeiter, weil die jetzt auch gerade noch damit beschäftigt sind, die Golfkarts hin und her zu fahren mit dem Gepäck. Schiebetür und auch wieder die beiden Gate-Schalter. Das heißt, es fehlt nochmal zweimal Personal. Dann macht doch das hier mal eben bitte zuerst. Dann haben wir das hier oben fertig. Weil noch kann hier kein Personal hin. Zuordnen zu. Gate-Schalter 1, Gate-Schalter 2. Und zur Tickethalle hier dasselbe auch. Tickethalle. Perfekt, der ist auch zugeordnet. Das wollte ich nochmal eben kontrollieren. Die sind noch nicht gebaut. Da müssen wir abwarten. Aber ich müsste beide schon mal zumindest einstellen können als Check-In-Schalter. Ach, Check-In als Ausweichgates. Ja, wir kommen. Wir dürfen ruhig schon im 5 kommen. Oh, das ist das falsche Gate. Lieber ein bisschen zu früh und ein bisschen zu spät aufhören, als dass wir Probleme kriegen. Ich würde es auch mal wundern oder mich würde es auch mal sehr überraschen, ob wir da überhaupt einen Flug hinkriegen. Aber jetzt sollte eigentlich alles funktionieren. Gut, die sind gebaut. Fehlt nur noch die Tür. Wenn wir das zuordnen, dürfte das Gate auch keine Probleme mehr haben. Keine geplanten Flüge. Und das Gate steht auf Standby. Das hätten wir auch mit dem machen können morgens. Fällt mir gerade auf. Jetzt kann ich euch das hier zeigen mit den Personen. Ja, es ist sehr, sehr voll. Als ich geguckt hatte, war das sogar so, dass die Schlange für die erste Klasse zu voll war.
Also die in der ersten Klasse, die standen sich auch die Beine in den Bauch. Aber wie ich gerade sehe, haben wir nicht einmal erste Klasse gerade da. Deshalb eröffnen wir jetzt die achte Schlange auch für die Economy Class. Jetzt zumindest ein bisschen geordneter als vorher. Da standen die nämlich alle auf einem Knubbel. Bei, was hatten wir? 7 Kassen? Ich glaube 7 Kassen. Die habe ich extra einmal freigelassen, dass die da zurückgehen. Klappt auch ganz gut. Bis auf die drei, die gehen irgendwie rechts außen entlang. Aber es ist auf jeden Fall gut, was zu tun. Ihr seht, weshalb ich das Ganze auf 10 vergrößert habe. Da sind sie am Bauen. Wie sieht es hier unten aus? Ah, mir fehlen natürlich... hier sind natürlich jetzt wieder die Wände im Weg. Der Arbeitsschritt fehlt jetzt erstmal, bevor wir da bauen können. Jetzt können wir einmal gucken. Wir wollen, oder wir haben dann am Ende... Hier haben wir kein Gate mehr. Bauen wir noch eben die Gates zu Ende, dass wir die auch mal dann alle haben. Ist ja nicht schlimm, dass hier das übersteht. Wir haben den Check-in ja oben. Da fehlt natürlich auch noch einiges an Fläche. Bin auch mal gespannt, wann wir dazu kommen, Exklusivverträge mit den ganzen Fluggesellschaften abzuschließen. Jetzt bin ich wieder auf 1. Jetzt wieder ein bisschen schneller. Ja, hier machen wir hier noch eins hin. Wo würden wir oben rauskommen? Ah, beim Café, ja. Hier unten stört es ja nicht. Das ist ja uninteressant. So die Frage, ob wir die Kapazitäten stemmen können. Wir guckt euch jetzt schon das Café an. Und es kommen dann noch... Die beiden haben keine Flüge, die haben noch keine Flüge. Das, wir könnten auch interessant werden. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch Luft. Wir können die Tickethalle nach oben... Ach, die Tickethalle, die Sicherheit können wir noch nach oben verlängern. Genauso wie das Ticketing. Wir können... Das Café, das einzige, was wir sonst noch gerade haben, noch nach links vergrößern. Ach, wir haben die Kapazitäten, da machen wir unten 5 Sachen hin. Kommen noch ein 5. Gate dazu. Und jetzt muss natürlich noch der Rollweg passen. Und wenn wir jetzt so viel am Bauen sind, dann machen wir heute mal eine Baufolge. Dann kommen wir jetzt nicht ganz zum Gepäck. Aber dann machen wir jetzt heute eine Baufolge raus. Beziehungsweise wir gucken nach und nach immer mal wieder hier nach dem Gepäck. Wie jetzt zum Beispiel. Heißt das Knotenpunkt? Ja, Gepäckknotenpunkt. Ja, machen wir ruhig so, dann erkennt man ein wenig... Du kommst da rein, du kommst da rein. Jetzt hätten wir noch die Option, falls oben noch was dazukommt, nehmen wir den noch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass noch oben eine Tickethalle dazukommen muss. Also zumindest nochmal 5 weitere Check-in-Stellen. Dann greifen wir doch auf Gebautes zurück, wollte ich gerade sagen. Wir können jetzt eigentlich hier lang gehen. Nicht nur am Überlegen. Machen wir das? Wir müssen hier hin. Wenn wir jetzt hier lang gehen, geben wir das Gepäck ab. Und dann müssten wir hier nochmal einen Knotenpunkt irgendwie machen, dass wir nach unten kommen, beziehungsweise dass wir hier rüberfahren können. Könnte das denn mal der ganze Sinn aussehen? Ich war gerade sogar am Überlegen, wir führen das hier zurück. Geht hier rein. Nein, dann schlagen wir auch darüber um. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Umschlagknotenpunkt. Ja, die ist natürlich genau im Weg. Die ist genau mittig bei F1. F1 ist hier genau... Ja, okay, nicht genau mittig. Weil das hier entfällt als Platz. Aber genau mittig hiervon. Fast mittig. Ja gut, dann machen wir jetzt erstmal die Knoten,
die Gepäckausgaben. Müssen wir auch gucken, wie das dann ist. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Gepäckbänder. Wir brauchen den hier. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal das Planungstool. Die waren 3 breit und 5 hoch. Nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Irgendwas, was man gut sieht. Magenta. Optimal wäre, wenn wir überall 2 Platz hätten. Gucken wir mal, ob das... Ne, optimal wäre sogar... Wir lassen 2 Platz. Bänke kommen da nicht zwischen. Weiß ich nicht mehr, was ich gerade gezählt habe. Ich mache einfach erstmal. Acht plus fünf plus drei, 16. Ich mache erstmal weiter. Dann können wir gucken, wie viel Platz wir am Ende noch hätten. Ja, das wird riesig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das können wir machen. Das ist ganz wichtig, dass sie von A nach B kommen. Wenn sie Gepäck brauchen, müssen sie halt ein bisschen zu Fuß gehen. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die WCs austausche und in der Mitte platziere. Ist nur die Frage, wo machen wir die Treppen hin? Also ich möchte hier ungern einen daneben haben, das sieht mir zu eng aus. Das eine Gate macht es jetzt auch nicht verkehrt, weil wir 16 brauchen, dann 15 bräuchten, wir hätten 14. Das eine Gate macht es jetzt auch nicht kaputt. Und ist damit nicht verkehrt, dass wir das gebaut haben. Ja, wie machen wir das mit den Treppen? Das wäre so jetzt der Next Step. Wie kompliziert das auf einmal so, wenn man das wirklich genau machen möchte, wie kompliziert auf einmal der ganze Bau ist von dem Gepäckbändern. Gut, dass wir 16 Stück brauchen, ist natürlich auch sehr, sehr viel. Treppe nach oben. Eins, zwei, drei, vier. So, das wäre der erstmögliche Aufgang für unsere Passagiere. Dann machen wir doch mal das Ganze. Ich suche gerade die Böden da. Was ist das? 07? Ja, Fußboden 07. Gucken wir uns das Ganze doch mal für die anderen Gates an, wenn wir das genauso handhaben wollen würden wie hier. Für Platz wir dann dazwischen haben. Und ob das überhaupt geht hier hinten? Doch, das geht. Hier hinten dürfte das auch noch gehen. Dann haben wir jetzt wieder Treppe. Müsste alles aufgeführt sein. Ja, also wieder Rolltreppe nach unten. Rolltreppe nach unten wäre... Okay, da ist irgendwas im Weg. Ich denke mal, die Büros. Könnte man die Toiletten dazwischen bauen? Oder vielleicht die an die Rollwege dran. Also was will man da sonst hinmachen? Okay, also müssen die Büros als nächstes weg. Und das passt ja ganz gut. Dass die jetzt genau im Weg sind. Rolltreppe nach oben. 2, 3, 4 und Treppe nach oben.
Vor allem, ich weiß immer noch nicht, wo ich die Büros hin haben möchte. Das ist jetzt alles wieder provisorisch. Oh, was ganz dringend gemacht werden muss, ist diese Wand. Ja, wir können die alle hier hin machen. Dann sind sie zwar erstmal nicht im Weg, aber wir brauchen sie halt auch dann nicht mehr. Ich mach die, glaube ich, hier oben anstatt den Toiletten hin. Dann sind die Toiletten kommen jetzt eh weg, dadurch, dass wir das hier zumachen. Vielleicht machen wir die Sicherheit nochmal irgendwann einen größer. Dann könnten die im Weg sein, wenn ich die hier hin mache. Das Ticketing wird größer. Ey, die kommen hier oben hin. Wieso habe ich denn hier einen Zaun? Okay, der Zaun macht nicht mehr viel Sinn. Dann reißen wir den ein und das Gebäude bis dahin mit. Das löschen wir alles. Die Mülleimer können dann auch weg. Und hier oben kommt... Okay, das kann ich nicht... Die Wände kann ich nicht abreißen. Und hier oben kommen dann die Büros hin. Die kommen da weg. Dann machen wir die Treppen. Ich denke mal, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwie die Toiletten hier zwischen basteln. Aber das würde ich mir gerne dann ansehen, wenn die Treppen fertig sind. Was wir in der Zeit machen können, wir können das hier weiter dekorieren. Ja, dann sind wir heute richtig, also heute wird dann richtig gebaut. Das ist dann auch schon im Weg. Sage ich mal, dass die eben hier die beiden entfernen sollen. Sich da die Blumen dekorieren kann. So, sind weg. Wie viel haben wir denn hier zwischen? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Okay. 26 merken wir uns erstmal. Dekorativer Busch. Jetzt haben wir das. Okay, wir müssen erst mit denen anfangen. So, das jetzt 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, da soll ein Mülleimer hin. Gut, dann kommt hier keine Werbung mehr hin. Dann würde ich das sogar vielleicht als abgeschlossenen Bereich lassen. Dass ich auf der anderen Seite nochmal dekoriere. Auch nochmal Werbung mache. Wie viel haben wir denn am Platz? 1, 2, 3. Und da müssen noch Wände hin. Oh, das wird eine schmale Toilette. Das wird eine schmale Toilette. Jetzt hätten wir 1, 2, 3, 4. Hätten Vierer... Das ist zu klein. 1, 2, 3, 4. Nee, so geht's nicht. Wir brauchen mehr Platz. Aber wer hat denn gesagt, dass die Treppen genau dahin kommen? Könnten wir ja auch noch weiter nach unten verschieben. Ich glaube, ich werde die Treppen dann nochmal verschieben. Dann ist vielleicht ganz gut, dass die mit dem Büro gerade noch hier sind. Dass wir da dran abschätzen können. Wieso, weshalb, warum, wie viel Platz wir brauchen. Die Treppen kommen einfach ein Stückchen weiter nach unten. Ist natürlich jetzt wieder mehrfach... Doppelt gemoppelt. Aber wir haben halt den laufenden Betrieb auch gerade hier. Ist das noch Office-Stuhl oder Büro? Bürostuhl. Da kommt eine Wand hin. Komm, einmal Platz lassen wir den dazwischen. Wenn's hinhaut. Ich glaube, der eine hat jetzt ein etwas kleineres Büro. Wand fehlt jetzt noch.
Müssen wir mal gucken, wer sich am Ende das Büro schnappt. Komm, machen wir dem aus Spaß ein Fenster rein, wenn er eh schon so ein kleines Büro hat. Tür ist jetzt... Weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist. Einfach mal hier eine Personentür hin. Also für den Personaleingang. Hier kommen dann richtige Türen hin. Und die Wände können weg. Okay, wir müssen auch noch irgendwo dann Toiletten einplanen. Die werden auch noch benutzt und sind auf jeden Fall zu klein. Können mal ein bisschen hier für Ordnung sorgen. Das Ganze kann weg. Das lasse ich erstmal noch. Weil die Büros werden gleich umgebaut. Also die Frage, wie weit gehen wir nach unten? Und gehen wir hier direkt dran oder lassen wir da noch Platz? Also die sind, das ist zu hoch. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, dass das zu niedrig ist, wenn wir hier die Toiletten hinmachen. Und dann kann man wirklich überlegen, ob wir das mit den Büschen auch nochmal hier langziehen. Was wir dann noch bauen sollten. Damit wir, also, was wir da noch bauen sollten, ist hier diesen Bereich. Den werde ich mal eben in Auftrag geben. Dass wir die Möglichkeit haben, auch alle Treppen direkt zu platzieren. Also wenn ich Treppen sage, meine ich auch damit die ganzen Rolltreppen. Ja, es ist, auch hier kann man jetzt schon wieder ausbauen. Wir können diese Flüge jederzeit annehmen. Wir haben 11 Flüge. Und nicht zu wenige. Oh, S haben wir noch. Okay, S haben wir, können wir nicht mehr anbieten. Wir könnten aber noch, sind das 3, 5, 9 Flüge annehmen. Das wird ja nochmal alles richtig außer Kontrolle bringen. Aber es ist halt einfach daran, es liegt daran, dass wir so Stoßzeiten haben. Das heißt, es ist auch noch eine Baustelle. Ja, wir haben noch genug zu tun. Daran soll es nicht scheitern. Wenn man dann guckt, sie besitzen jetzt 45,64% der Fläche. Wir können das alles nur doppelt so groß bauen. Hier haben wir noch Platz. Was ist denn hier los? Gucken wir auf den Kalender. Ne, Weihnachten ist noch nicht. Das sind alles Gepäckstücke von hier unten? Sind die da oben gelandet? Na, und die Person kommt natürlich nicht dran. In der Realität ist es doch auf dem Flughafen so, dass das noch hinter der Sicherheit ist, oder? Aber du kannst ja dein Gepäck nehmen. Dann entscheidest du dich grün oder roten Ausgang, was den Zoll angeht. Und dann bist du frei. Oder dann bist du draußen, also noch nicht aus dem Terminal, aber dann bist du aus der Sicherheitszone. So ist doch in jedem Flughafen so. Also bei uns jetzt auch. Aber ich denke mal, die haben jetzt hier die Golfkarts, haben das ganze Gepäck immer nach hier oben gebracht. Weiß nicht, ob das jetzt dafür ewig stehen bleibt. Müssen wir mal abwarten. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus da oben. Also es ist doch sehr, sehr notwendig, dass wir das hier unten bauen. Aber wir sind dran. Wir haben viel gebaut heute. Groß weitergekommen sind wir noch nicht. Das kann ich schon mal eben abreißen lassen, dass die nach da oben wandern. Wir haben zumindest angefangen. Wir haben zumindest das hier fertig gebaut, was das Gepäck angeht. Der Rest sind jetzt noch gerade Platzschaffungsmaßnahmen für das Gepäck. Aber das wird auch noch kommen. Ich lasse jetzt zu Ende bauen und mit dem fertig gebauten sehen wir uns dann morgen wieder. Und ja, auch dann steht weiterhin auf der Agenda,
dass wir die Gepäckausgabe fertigstellen. Mal gucken, wie weit wir morgen kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das innerhalb von 30 Minuten fertig kriegen. So viel Arbeit ist es dann auch nicht mehr. Die größte Arbeit ist jetzt getan, beziehungsweise wird jetzt zwischen den Folgen hier eben getan. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.